Irgendwie war das Schiff nichts für mich. Hier im Dschungel fühle ich mich wohler. Und nein, ich bin kein Affe. Denn wäre ich ein Affe, dann würde ich ja so enden wie dieser Donkey Kong dort. Das wollen wir nicht. Aber wow, hier gibt's Fledermäuse. Okay, cooler Themenwechsel gerade an der Stelle, aber... die kommen ein bisschen random. Sorry, Freunde, aber Halloween ist schon um. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, wann ihr das schaut, aber... ja. Sind gerade ein bisschen unpassend. Na gut. Die findet man überhaupt im Dschungel Fledermäuse? Wo leben die überhaupt? Ich dachte, die leben eigentlich in so Höhlen eher. Halt an abgedunkelten Orten. Die mögen doch kein Licht, oder? Oder bin ich da missinformiert? Ich bin mir da nicht sicher. Die Information ist halt schon so lange in meinem Kopf. Aber ich weiß nicht, ob die immer noch akkurat ist. Jedenfalls darf ich mich von denen nicht treffen lassen. Aber ich darf die vielleicht treffen. Yes. Perfekt. Oh, und den unteren auch noch gekommen. Triple Kill. Boah, das war gerade der geskillteste Moment im ganzen Let's Play bisher, muss man sagen. Der kann durch die Wand angreifen. Oh mein Gott. Ruhig, runter, 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 runter. Davon sterben wir nicht und wir müssen schnell mitnehmen. Komm, komm. Yes. Ja, ihr seht schon, die Level hier im Dschungel. In dem Dschungel, in dem Dschungel sind alle ziemlich kurz. Aber natürlich heißt es hier, achte auf den Baum. Denn laut Sprites hier sind wir schon auf einem Baum. Und hier sind wir mitten in der Höhe. Jetzt einfach Stickerbush Symphony oder was? Boing. Perfekt. Ich finde es aber interessant, wie jedes Level sein eigenes Theme benutzt. Was ist das hier eigentlich? Was macht das? Was ist das? Ist das eine Plattform? Oder was ist das? Mach mal zwei dahin. Ja, das ist eine Plattform. Okay, warum lässt mich das Spiel eine Plattform bauen? Was ist das hier eigentlich? Das ist kaputter Boden. Der geht direkt kaputt, wenn man da einmal drauf geht. Alles klar. Kommt der irgendwann wieder oder ist er jetzt komplett gewastet? Vielleicht war das wasted jetzt. Okay, warte. Lass mich zumindest mal kurz schauen. Okay, hier oben ist der Regenschirm. Perfekt. Warte mal, wenn wir hochklettern. Und dann von hier aus. Warte, wenn die Fledermaus da weg ist, kann man doch eigentlich so direkt zum Schlüssel kommen, hier rüber rennen und das war's doch dann. Dann haben wir's, oder? Aber habe ich es nicht theoretisch auch so schon? Ich weiß gerade nicht, wo das... Was das Ziel ist, da oben rechts, oder? Ja, aber ich kann doch... Ja genau, ich kann hier lang. Den Schlüssel kann ich nach oben werfen. Und dann immer weiter nach oben werfen. Gut, schön und gut, Mike, aber wie kriegst du den weiter als das? Ja, oh Gott. Okay, hier muss ich erstmal aufpassen. Kann der die killen? Oder warte mal, ich kann die hier wegschieben, oder? Aber was heißt wegschieben? Halt, erstmal wegkriegen. Und die Fledermaus. Oh, wow, wow! Steh auf! Oh mein Gott, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch! Was passiert hier? Was? Keine Ahnung, keine Ahnung. Oh Gott. Ich versuch's. Nee, man kann die nicht damit killen. Also, ist eigentlich gerade extrem schlecht. Aua. Hat er mir gesaugt? Blöde Fledermaus. Blöde, blöde Fledermaus. Okay. Dann muss ich mir... geiler Jump. Wie Maus seine Hände rumgemacht hat. Yippie, ich bin so gut. Nee, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Diese Blöcke hier sind auch so seltsam. Als ob ich hier nicht einfach so hochjumpen könnte. Boah, ich überlege gerade, wie ich das am besten gestalte. Ich glaube, ich mache den dahin, damit ich hier mehr Zeit habe, nach oben zu kommen. Aber die killen mich halt direkt, ne? Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Boing, boing. Ja, man kann hier den Jump zweimal machen, habe ich gerade gemerkt. War auch lustig. Kann ich nicht auch irgendwie killen? So BAM? Nee, das juckt die nicht. Das juckt die selten wenig. Ach komm! Langsam wird's langweilig, Spiel. Ich dachte, die Fels hätten wir schon hinter uns gebracht. Nope, leider nicht. Wow, 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 und... Super, perfekt, perfekt. Nee, vielleicht weiß ich gar nicht mal so schlecht, wie ich sie gemacht habe mit dem Schlüssel. Ja. War gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, rüber. Den Schlüssel nehmen. Ja, und dann hier halt weiter.
schätze ich. Und von dort aus mit dem Schlüssel zusammen herausfinden, wie ich da durchkomme. Weil mein einziges Problem gerade ist doch bestimmt nur diese Käfer. Oder ist ein größeres Problem am Start, was mir gerade nicht einfällt. Das könnte auch sein. Ich mache mir hier mal eine Hilfsplattform, weil wenn jetzt Schlüssel despawnen, wäre das sehr doof. Machen wir irgendwo hin. Okay, perfekt, hab ihn. Okay, also wie gesagt, den Schlüssel kriegt er hin. Und ich komme da selber auch hin. Aber ich sterbe wieder. Ich lebe noch, ich lebe noch! Verdammt, jetzt habe ich es aber nicht ausgenutzt. Aber die sind jetzt stuck auf der Plattform. Okay, okay. Warte mal, das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Wir machen Stückchen für Stückchen. Das können wir ruhig machen. Aber lass mich bitte hier runter! Oh mein Gott! Ich glaube, hier cutte ich ein bisschen, weil... jetzt ist das jetzt nur ein bisschen Trial and Error, bis ich es einmal herausgefunden habe. Bam! Wenn ich da eine Plattform hinsetze... Genau, dann gehen jetzt da, dann nehme ich stattdessen hin. Und wenn die Plattform weg ist... gut, das ist jetzt... nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Warum ist der Schlüssel da oben? Nein! Nein! Och, Junge, die Zeit geht mir jetzt aus. Aber ohne Witz, das ist ja extrem schwer. Oder ich mach's komplett falsch. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe das Gefühl, das Level ist einfach extrem schwer. Ja, es ist meine letzte Chance. Jetzt oder nichts. Also nichts. Jetzt oder nie. Wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich basically game over. In diesem Level. So, ich versuch's nochmal, indem ich hier eine Plattform hinsetze. Ist eigentlich der beste Spot. So, jetzt ist die Fledermaus weg. Jetzt kann ich durch. Jetzt kann ich versuchen. Jetzt! Wohin? Okay. Ich hab's. Mario! Pff, Alter, ich dachte gerade, Mario wird nicht runterspringen. Man muss immer extra Schritte machen, damit er das macht, was man will. Das ist so dumm. Oh mein Gott. Und nicht mehr eine Belohnung kriegt dafür. Wow. Wow. Donkey Kong Jr.? Was bist du denn hier? Was macht Donkey Kong Jr. hier? Wow, die Plattform kann er verschwinden lassen. Also genauso wie beim Bosskampf eigentlich. Oh, er hat mich gehört. Oh, er hat mich gehört. Okay. Die hören es, wenn ich springe. Okay, die hören aber sonst... Also die haben zwar Augen, aber sonst checken sie nichts. Zum Glück. Und dann rennen da lang. Nee, okay, so schön ist das jetzt eigentlich alle nicht. Oh, Alter! Oh, Junge, das Spiel jumpscared mich einfach. Was zur Hölle? Miyamoto? Erklärung? Das geht echt gar nicht, hallo? Ich wurde gerade no joke gejumpscared. Ich habe mich ehrlich erschreckt. Als wären wir hier bei FNAF oder so, keine Ahnung. Okay, ihr macht euer Ding. So, weißt du, was ich für ein Ding machen kann? Wenn er wieder den Schalter macht, ich mache ein richtig cooles Ding. Und zwar mache ich dieses Ding. Er trollt mich. Ich jongliere ein bisschen. Wie die es nicht wissen, Mario war mal Jongleur. Jetzt. Hä? Wo ist er hin? Betrug! Nein! Hallo! Oh, schön gut den Purzelbaum gemacht, aber trotzdem war das echt viel zu knapp. Hey, du da! Jetzt hört er mich. Ich habe das Gefühl, manchmal hören die einen wirklich nur, wenn die auch zu einem rennen können. Schnell! Okay, da links ist der Schlüssel, gehe ich mal von aus. Ich muss halt nur warten, bis er seinen Blödsinn macht, ne? Ja? Perfekt. Okay, das hilft mir jetzt nicht! Oh! Nein! Nein, nein, warte! Mach den Schalter! Nein! Nein! Okay. Mach an. Ich muss ein bisschen vorspulen, weil sonst ist es nur langweilig. Oh mein Gott. Junge, dieses Spiel. Wie
You got! Ja, I got. I good it. Nicht. Okay. Aber dafür, dieser Kugel auch nicht. Oh Gott, wie das jetzt direkt anfängt. Das ist ein Giftpilz oder ein Minipilz. Ich glaube, mehr soll ein Giftpilz darstellen. Vielleicht spielt man schon die ganze Zeit als Super Mario und nicht als normalen kleinen Mario. Den kleinwüchsigen. Den kleinwüchsigen Italiener. Geh einfach A drücken. Dann lass man los. Jetzt hier hoch. Perfekt. Ja, ein bisschen langsam. Kann aber nichts tun. So, loslassen. Jetzt gleich hier hoch. Jetzt habe ich doch eigentlich schon fast. Ja, jetzt habe ich's. Oder? Okay. Ich finde zwar lustig, wie Donkey Kong so Giftpilze schmeißen kann, aber ansonsten war das jetzt tatsächlich einfacher als die Final-Boss-Kämpfe in jeder Welt. Huh. Interesting. Haha, ich hab den Hammer! Guck, ich habe ihn mitgenommen von dem Endlevel. Erinnerst du dich? Come back, you big monkey! Den kriegen wir schon noch, Leute. Keine Sorge. Den kriegen wir noch. Und das da oben in dem Level. In dem Dschungel. Direkt im Baum. Im Baumhaus oder so. Ich würde es auch heute machen. Ich würde die Welt generell noch heute abschließen. Was sind das für Affen? Ist das so ein Bonobos oder so? Oder Orangutans? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber die sind lustig. Die kleinen Monkeys, die sind lustig. Einfach so ein riesiges Auge. Ah ne, wenn die sich umdrehen. Die haben zwei riesige Augen. Okay. Nein! Schade. Timing nicht hinbekommen. Schnell, 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 schnell. Ja! Nein! Mario! Ja! Ja! Nein. Ja! Wie Mario sich immer so freut, wie so ein kleines Kind. Ja! Okay. Haben wir schon was eingesammelt? Nee, das SC ist Score, by the way. Das hat nichts zu tun mit, was wir eigentlich eingesammelt haben oder so. Was machst du, Kumpel? Du machst den Weg frei, damit die hier durch können. Okay. Warum sollte man den nicht machen? Fragezeichen. Boah, er braucht das. Ihr nehmt euch aber Zeit. Ja, nehmt euch ruhig Zeit. Ist okay. Ja. Ist hier irgendwo ein Schlüssel noch? Hab ich ihn irgendwie übersehen? Ach, da ist der. Ach, wie nett. Schaffe ich das? Die Antwort ist nein. Hä, wie mache ich das denn sonst? Ja, okay, die ganze Reise nach Jerusalem, die spare ich euch. Okay, also ich soll ja hier runter. Das ist halt die Frage, wie ich hier wieder hochkomme. Oder generell hier wegkomme. Oder fallen die da jetzt runter? Nee, tun die nicht, oder? Niemals. Nee. Ich kann nichts machen. Wie soll ich hier wegkommen? Darüber kann ich nicht jumpen. Ich mach niemals. Nee, ich mach niemals einen Jump, der weit genug geht. Das geht so auch nicht. Oh, warte mal. Oh mein Gott. Nein, das könnte funktionieren, aber ganz knapp nicht. Mann, Mario, du musst deine Hände nach hinten machen, dich festhalten. Macht er sogar seine Hände nach hinten, wenn man sich genau anschaut. Aber. Nee. Das muss ich wieder nachschauen. Schade. Oh. Ich hab's verstanden. Hab mich aber ein bisschen gebraucht, drauf zu kommen. Und zwar muss ich ihn jetzt loslassen. Ich dachte mir schon, ich krieg den hier irgendwie runter, aber ich wusste nicht wie. Jetzt weiß ich's. Hä? Aber Mario ist bald ein bisschen verpackt. Jetzt geht's wieder, okay. Jetzt können wir rüber und jetzt. Und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt haben wir's. Yippie, yippie, wir haben durch, geschafft. Wir müssen einfach nur ein bisschen nach oben und den Schlüssel. Okay, ich muss den Schalter aktiv lassen. Interessant, gut zu wissen. Ich hätte es gerne ein wenig früher gewusst, bevor ich zurückgerannt bin. Na gut, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Vor allem, weil der Affe ja noch bleibt. Mal ein bisschen vorspulen. Schadet niemanden, tut niemanden weh, macht kein Aua. Blab, blab, blab. So, und jetzt haben wir es aber wirklich. Jetzt aber wirklich, Freunde. Jetzt dürft ihr ein Like da lassen. Vorher war noch so ein Dislike-Moment, aber jetzt ist ein Like-Moment, Leute. Oder seid ihr der Meinung? Nein, okay. Das war jetzt ein bisschen cringe, das ist jetzt ja egal. Aber jedenfalls,
Pipi! Aus Freude schmeißen wir den Schlüssel ganz weit weg, in den Hintergrund, da in den Büschen. Dann hat Mario ein weiteres Bonus-Level zum Spielen. Keine Ahnung. Irgendwas. Badam, bam, 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 badam. Bip, bap, bup. Schade, das war knapp. Das war richtig knapp. Aber hey, wir haben jetzt sogar richtig viele One-Ups, wenn ich das so sagen darf. Und das freut mich. Das freut mich sogar sehr. Okay. Okay, ich kann abspringen. Und dann bin ich nicht im Freefall, sondern ich habe noch eine Chance. Was macht der Frosch da? Der springt wahrscheinlich ganz weit nach oben, oder? Oder was macht der? Der ist mir ein bisschen suspekt. Der macht irgendwas. Irgendwas, was mir nicht gefällt, macht er. Ich weiß es einfach. Er sieht schon so aus wie so ein Krimineller. Guckt ihn euch an. Wenn man ihn gleich wieder sehen kann. Also gut, da rechts kann man noch einen sehen. Da, guckt ihn euch an. Der sieht doch übelst kriminell aus, oder? Auf jeden Fall. Seht ihr? Der wollt mich umbringen! Wie dieser Claptrap. Oder Claptrap. Jemand nennen will. Okay. Versuchen wir es erneut. Vielleicht muss ich auch noch woanders lang gehen. Vielleicht gibt es hier rechts noch was? Weil da hinten ist eine Leiter. Warte mal. Tatsache. War ich mal so schlecht, dass ich hier lang gegangen bin? Okay, warte mal. Schmeiß das erstmal nach oben. Und dann nimm mit. Wo ist denn das Ziel? War es am Anfang? War es woanders? Okay, warte mal. Wait one second! Und nicht zwei. Nee, okay, ich glaube, ich ignoriere erstmal den Schlüssel. Der gibt mir gerade zu bisschen zu viele Kopfschmerzen. Ignoriere ich erstmal. Wow, aufgepasst. Wie wir hier springen. Hoch, 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 killen. Perfekt. Mitnehmen, perfekt. Oh, wow, das war viel zu close. Das war viel zu close. Dieser Klapptrap war richtig ready auf mich. Ach, da oben ist das Ziel. Jetzt sehe ich es auch. Aber da kann ich nicht hoch? Wieso kann ich nicht hoch? Da komme ich nicht lang von hier aus. Der Frosch bewahrt das zu gut. Okay, wir haben alles. Also eigentlich müssen wir jetzt nur noch den Schlüssel hochbringen. Na komm, dann nehmen wir den noch mit. Also hier hoch zu schmeißen ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der Schlüssel den Frosch killen kann. Deshalb versuche ich gar nicht erst. Ich kann den Schlüssel hier hochbringen. Dann aufpassen wegen dem Klapptrap da oben. Ja, ja, ja. Muss es versuchen. Da. Ah, es hat funktioniert. Es hat. Bravissimo. Es hat funktioniert. Yippie. Mamma mia. Das hätte ich niemals gedacht. Kommst du nochmal zurück, Kumpel? Ich habe hier noch eine schöne, leckere Walnuss für dich. Okay, warte. Spring! Das war ein bisschen riskant, vielleicht auch ein bisschen zu riskant, aber es hat funktioniert, also beschwere ich mich nicht. Und wir kriegen Bonus. Komm, 3. Alle. Also nicht alle One-Ups, sondern... Ach, ist auch egal. Ist ja auch egal. Wow! Was zur Hölle? Wieso fängt das Level direkt so an? Okay, aber danke, Tippe. Das war nett von dir. Das war nicht so nett. Ich lebe sogar noch. Schaut mich an. Das soll Mario darstellen, Leute. Das muss mal in die History Books rein von den weirdesten Mario Sprites. Warum sehe ich das nicht irgendwo? Das ist doch lustig. Okay, jetzt rüber. Und. Okay, ich gehe mal davon aus, wenn wir vom Giftpilz getroffen werden, dann können wir uns nicht wehren. Oder generell hier von den Strömungen der Plattform hier wehren. Das ist meine Vermutung. Also sollten wir das auf jeden Fall so gut es geht vermeiden. Der Dude hier kann sich killen zum Glück. Deshalb sehe ich ihn nicht als Gegner an. Eher nur als Hindernis. Als eine Wand oder so. Oh, da sind ja Stacheln. Und da war Donkey Kong Jr. Habt ihr ihn gesehen? Ja, er lacht mich aus. Er lacht mich aus. Aber wer zuletzt lacht, lacht er am besten, wie man sagt. Also soll er nur abwarten. Hä? Wie komm ich denn da hin? Wie der Pilz da so fliegt. Okay, ich kann das jetzt abschließen, aber ich möchte es noch nicht abschließen, weil ich will gern wissen, wie ich da rankomme. Hier. Komm ich denn da ran? Oder war da oben? Aua. War da noch was?
Ach, das Einzige, was ich nicht kann, ist klettern. Das kann ich alles. Ich kann auch immer noch dagegen halten. Okay, dann ist der Giftpuss gar nicht mal so schlimm. Ganz ehrlich. Ja, warte mal. Der killt mich! Oh mein Gott. Ja, was habe ich denn verpasst? Danke, Kumpel. Aber bitte kill mich jetzt nicht. Danke. Wie komme ich denn da hoch? Da war es vorhin offen. Es war vorhin offen. Ich hab's gesehen. Kumpel, mach's nochmal auf. Ich kann's auch nur ducken. Oh Mann. Oh, nochmal. Hä? Ich verpasse irgendwas, glaube ich. Wieso macht er das da oben nicht mal auf? Hä? Was muss ich denn dafür machen, damit er das aufkriegt? Damit ich es aufkriege. Ja, ich kann auch keine Special Moves mehr benutzen. Also auch nicht mehr nach oben jumpen, so zum Super Jump. Das geht alles nicht mehr. Mit dem Giftpilz. Dabei. Hä? Ja. Hm? So, Kumpel, mach mal da auf, da. Ja, sonst muss ich sagen, das ist das einzige Level, wo wir dann nicht alles sammeln. Tja, sorry, Freunde. Ich wüsste aber nicht, wie man es machen soll. Da ist ein... Hm? Wait. Da ist ein Schalter, ne? Was macht der Schalter? Macht wahrscheinlich das Tor hier auf. Heißt, man muss irgendwie schon anders da reingekommen sein. Oder? Logisch gesehen würde das Sinn machen, finde ich. Vielleicht muss ich dafür klein sein und dann wieder zurückgehen? Vielleicht bringt er mich da... Ja, Tatsache! Ey, ich hab's rausgefunden. Ich würde schon fast sagen, wir machen den nicht 100% in den Level, aber doch. Easy, easy. Ja, easy, ne? Ja, wie man sehen will. Oh Gott, das war schlecht. Okay, ich werde vom Pilz getroffen. Na gut. Ja gut, theoretisch kann man noch so nach oben. Wenn man die Kreaturen hier als Anschub nimmt. Das kann man natürlich machen. Aber... ist halt natürlich sehr riskant. So, wir haben's! Perfekt! Donkey Kong Jr. hält mich nicht auf! Auch jetzt nicht beim Bosskampf. Und da werde ich es ihm so richtig zeigen, ne? Da habe ich keine Gnade mehr für ihn. So. Wie viele Warblocks? Eins. Welches im Modder-Spiel ist eigentlich euer Favorite? Ich glaube, meins ist die Submaschine. Einfach nur, weil es halt wie Mario Bros. 2 ist. Und ich Mario Bros. 2 schon ein bisschen mehr gespielt habe. Als die manch anderen Mario Bros. Spiele. Ja, okay, danke, Kumpel. Ist direkt neben dir. Irgendwie wirkt der Kampf einfacher. Ich meine, ja, okay, jetzt ist hier ein Giftpilz. Aber. Das Fass spawnt ja literally direkt hier oben. Da, wo ich es brauche. Ernsthaft? Okay, das war jetzt unlucky. Okay, komm, gehen wir auf die andere Seite. Nein, ich. Och Mario, du Tollpatsch! Och Mario! Yippie! Okay, nicht nach unten fallen. Hey, Mario! Alter, warum macht der nichts? Das ist kein schweres Level, Mario. Du gibst dich nur... Du. Ja, wie sagt man das? Du stellst dich an. Ja, sowas halt. Boah, das war knapp. Dadurch werde ich jetzt erwischt vom Giftpilz. Zum Glück nicht! Aber er wird erwischt von meiner... Art Giftpilz? Keine Ahnung. Bam! Ich hab's sogar rüber geschafft zu seiner Plattform. Zu seiner Bambusplattform. Sieht aus wie ein Bambuswald für mich. Aber wie schön auch der Bambuswald war, er ist nun zu Ende. Auch genau wie dieser Part. Beim nächsten Mal geht's dann wohl weiter. Wo geht's denn weiter? Okay, wir können Blöcke jetzt kaputt machen mit dem Hammer. Cool. Da bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird. Vor allem da, wo der Hammer da war. Sieht aus, als wäre da so an der Wand festgehangen. Muss man so rausziehen. Wie im Bus zum Beispiel, wenn du so einen Notfall-Hammer hast. Für die Spiegel, für die Fenster. Ihr wisst, was ich meine. Daran erinnert mich das aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Bisschen weird, bisschen random. Aber beim nächsten Mal wird es nochmal ein bisschen cooler. In Ägypten, im Dessert. Nein, nicht im Essen, sondern in der Wüste.